Na ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Genau. 2017. Genau. Ich glaube, hier haben wir einen der Schattenwerfer auf unserem Altar. Da ist nämlich Dr. Martin Luther dargestellt. In der Figur steht auch drunter. Ja. Und der ist ja nun eine der Zentralfiguren für das Jubiläum im kommenden Jahr. 1517, 2017, 500 Jahre. Und das Reformationsjubiläum wird auch in der Wesermarsch begangen. Ja, weil gerade für das Oldenburger Land die Wesermarsch eine große Bedeutung hat. Es gibt zwei wichtige Ereignisse oder Personen. Das eine ist die Entfernung des Pfarrers an der Lamberti-Kirche auf die Pfarrstelle in Schweiz zu Beginn der Reformations-Auseinandersetzung. Und was auch fürs Oldenburger Land sehr, sehr wichtig ist und heute noch besser gehoben werden kann, das ist die Figur von Edo Bohling. Das ist ein evangelischer Pastor, der vermutlich der erste evangelische Prediger im Oldenburger Land gewesen ist. Der stammte aus der Bauernschaft Hafendorf im Kirchspiel Esensham. Und was das Besondere ist, er ist nach seinem Tod am 2. April 1574 in der Esenshammer Kirche bestattet worden. Und dieses Grab existiert noch. Da ist eine sehr schöne Sandsteinplatte drauf, aus der man auch sehr viel über ihn und über seine Einstellung dem neuen Glauben gegenüber erheben kann. Und wir planen vom Kirchenkreis aus im kommenden Jahr an seinem Todestag, am 2. April, in der Esenshammer Kirche eine große Festveranstaltung, die an ihn und damit an die Initialzündung der Reformation im Oldenburger Land und natürlich hier auch in der Wesermarsch erinnern soll. Sodass wir hier tatsächlich in der Wesermarsch in Esensham eine historische Stätte haben, die sehr deutlich daran erinnert, wie die Reformation relativ kurz nach 1517 in Wittenberg schon hier dann auch Fuß fasst und Raum gewinnt. Genau. Der hat also 1521 vermutlich angefangen zu wirken dort im reformatorischen Sinne und hat dann, wie gesagt, Sterbejahr 1574, um einen sehr, sehr langen Zeitraum dort gewirkt. Die Reformation im gesamten Oldenburger Land ist dann ja etwas ins Stocken geraten und ist dann ja erst durch die Tätigkeit von Hamelmann, der als Superintendent nach Oldenburg berufen worden ist, wieder aufgenommen oder eine Kirchenordnung erstellt und eben auch eine Chronik, wo er auch auf den Edo Bohling verweist. Von daher wissen wir über ihn dann auch noch ein bisschen mehr als das, was die reine Bildplatte dort in der Kirche aussagt. Gibt es andere Kirchengemeinden, die in dem Bereich auch hier auf Wesermarsch? Wir haben ja vor allen Dingen dadurch, dass wir die vielen Kunstwerke von Ludwig Münstermann bzw. seinen Schülern haben, wie auch hier in der Langweiler Kirche oder nebenan in Tossens oder in Eckwarden, ja große Zeugnisse davon, wie die Kirchenausstattung im reformatorischen Sinne mit einem reformatorischen Bildprogramm umgesetzt worden ist. Ja, das ist noch relativ nah an Luther, sind so ziemlich die ersten Kircheninnenausstattung im lutherischen Sinne, im evangelischen Sinne. Ja, hier im Oldenburger Land dann auch. Nicht? Und was dann auch eben erhalten worden ist. Wir haben dann ja später auch Kirchbauten selber im reformatorischen Sinne, in Seefeld etwa oder dann noch weiter natürlich an die Gegenwart rangerückt, vor gut 250 Jahren in Hammelwaden. Ja. Aber alles das sind Gebäude, sind Innenausstattungen, die vom reformatorischen Glaubens von der reformatorischen Glaubensüberzeugung geprägt sind. Das laufen also in vielen Gemeinden noch Veranstaltungen, die dann eher von der Gemeinde oder der jeweiligen Gemeinde geplant werden zu dem Luther-Reformationsjubiläum. Ja. Die anderen Gemeinden machen verschiedenartigste Veranstaltungen, so Bibellesungen, da soll mal ein Lutherbaum gepflanzt werden und solche Dinge. Und viele kirchenmusikalische Veranstaltungen wird es geben. Aber wir planen eben für den Kirchenkreis als solchen diese eine Festveranstaltung, um diese Figur des Edo Bohling zu würdigen. Ja, und offensichtlich kommt das Reformationsjubiläum in Gestalt von Herrn Luther ja schon recht gut bei Menschen an und zieht weite Kreise. Als Playmobil-Figur gibt es ihn, den Herrn Luther,
Und ich habe gehört, ist die meistverkaufteste Figur bisher überhaupt. Ja, ja, was deutlich macht, das ist eine Hausnummer bei vielen Menschen. Und mit den Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum kann man dann ja vielleicht auch mal gucken, was ist hinter dieser Hausnummer im Haus selbst drin. Was hat Herr Luther gewollt und was ist seine Bedeutung bis heute? Genau, wenn wir da wirklich was draus erheben wollen, außer einer reinen Erinnerung, dann wird es wichtig sein, die Grundgedanken der Reformation A zu erheben und B auch daraus noch etwas, einen Schatz zu heben für unsere Gegenwart. Und ich glaube, da ist die Beschäftigung mit Luther und auch mit der lokalen Kirchengeschichte und solchen Figuren wie Edo Bohling sicherlich sehr reizvoll und auch sehr gewinnbringend. Also ich denke, die Reformation hat nicht nur Kirche geprägt, sondern Weltgeschichte bis heute mit beeinflusst und das, was man die westliche Welt nennt, sehr wesentlich mit geprägt. Genau. Wir wissen nur manchmal nicht um diese Wurzeln. Und da kann das Reformationsjubiläum beitragen, dass man sich ein bisschen klarer wird, wo sind manche Wurzeln von denen, die wir heute für selbstverständlich halten, in der Reformation schon gelegt worden. Genau, und deswegen freue ich mich auch auf dieses Jahr, dieses Ereignis, weil wir da so ein bisschen auch mal an unserer eigenen Identität wieder etwas arbeiten können.